Anwesende, eigentlich sollte heute hier zum Auftakt eine Musikgruppe spielen, die Boxhagener Stadtmusikanten, und wir möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken, dass Sie das wollten, aber da das Bläser und Gitarristen und also so Instrumente sind, wofür man die Finger braucht und was auch sozusagen, ich weiß nicht, irgendwie bei Trompeten ist es so, dass es so draußen, wenn es so kalt ist, nicht so gut ist. Jedenfalls haben die heute Morgen bedauernd abgesagt, weil das Wetter einfach zu kalt ist. Deswegen geht es jetzt hier gleich mit Sprache weiter. Ja, deswegen wird sich das Ganze hier ein wenig verkürzen und wir werden dann hoffentlich bald auch losgehen. Vorher möchte ich aber noch einmal darauf hinweisen, hier vorne steht ein Tisch und dort könnt ihr unseren Appell gegen die Kampfdrohnen unterschreiben und es geht auch weiterhin hoffentlich noch der Eimer durch die Reihen, um Geld zu sammeln. Vor 45 Jahren, 1968, startete in West-Berlin der erste Ostermarsch dieser Stadt. Ja, damals waren wir nicht die Ersten. Erst 10 Jahre nach dem ersten Ostermarsch in London fand auch dann hier in dieser Stadt ein Ostermarsch statt. Aber wir sind immer noch da. Wir geben trotz alledem nicht auf. Im letzten Jahr hatten wir auf dem Ostermarsch eine lange Liste von Dingen, die wir verlangten. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Bundeswehr darf keine Interventionsarmee sein, keine Militarisierung von Hochschulen und Schulen und der Gesellschaft, kein Militär in den Schulen und an den Hochschulen. Wir wollen immer noch, dass die Truppen rausgehen aus Afghanistan. Wir möchten, dass unsere Bundeswehr sich raushält aus den Konfliktherden dieser Welt. Wir wollen keine propagandistische oder militärische Hilfe leisten, sondern Deeskalation und Verhandlungen. Wir wollen die Abschaffung aller Atomwaffen und keine Waffenexporte. Das war unser Programm im letzten Jahr. Heute, ein Jahr später, ist nicht nur das meteorologische Klima rauer geworden, sondern auch das politische. Und wir wollen immer noch dasselbe. Und wir haben immer noch dieselben Forderungen, wenn sie auch erweitert werden mussten in diesem Jahr, weil die Kriegsgefahren leider wachsen und wachsen. In Korea wollen wir keine weiteren Provokationen. Wir wollen in Syrien kein Zündeln. In Mali keine militärische Beteiligung. Und keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Wir wollen den Krieg als Mittel der Politik ausschalten. Und wenn das stimmt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung keine Auslandseinsätze der Bundeswehr will, also wenn das stimmt, dass der Großteil der Bevölkerung Waffenexporte und selbstredend Atomwaffen verurteilt, wenn es weiterhin stimmt, dass laut neuester DIMAP-Umfrage vom Januar diesen Jahres 65% der Bevölkerung gegen die Anschaffung von Kampfdrohnen ist, ja, verflucht nochmal, warum ist dann in unserer Demokratie, wo das Volk der Souverän ist und die Mehrheit bestimmt, möglich, dass das trotz alledem alles stattfindet? Ja, weil der Großteil der Bevölkerung sich nicht wehrt, müde ist, desillusioniert, beschäftigt mit anderen Dingen, was auch immer. Weil der Großteil der Bevölkerung sein Recht nicht einfordert. Und deshalb, jetzt komme ich an den Anfang zurück, heißt es in diesem Jahr in unserem Ostermarsch-Aufruf nicht, wir verlangen, sondern es ist an der Zeit, sagt Nein. Wir fordern die sich raushaltende Mehrheit auf, sagt Nein mit uns, überall und vor allem laut, zeigt Nein, macht Nein. So, das musste mal gesagt werden. Ich habe schon gesagt, das Gedicht ist nicht neu. Das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr alt und immer noch gültig. Und wir sind jetzt guter Dinge, trotz der überschaubaren Anzahl der Ostermarschierer, dass die neueste Schweinerei von Thomas de Maizière, nämlich die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr, ein paar Menschen aus ihrer Sofaecke hervorlockt.
Der Anlauf unserer Kampagne lässt auf jeden Fall darauf hoffen. Innerhalb kürzester Zeit haben diese Kampagne über 100 Gruppen und Organisationen unterschrieben und weit über 1000 Menschen. Und die Kampagne läuft erst seit einer Woche. Also helft mit, dass diese Kampagne sich ganz weit in die Bevölkerung hineinstreckt. So, jetzt wollen wir uns so langsam formieren für den Demonstrationszug. Wir suchen noch ein paar helfende, tragende Hände für dieses Transparent. Oh, schon weg? Okay. Die Menschen, die die Plakate mit dem Nein, Nein zum Militär in Schulen, Nein zu Morddrohungen, Nein zu Auslandsansätzen, all diese Menschen, die diese Plakate haben, mögen sich bitte an den Anfang des Zuges begeben, der sich... Genau. Also, alle reihen sich bitte hinter das Plakat ein, was jetzt noch hier vor dem Lastwagen ist. Und bitte als erstes die Menschen, die netterweise die Plakate mit unserem Nein tragen. Ich habe meine Handschuhe vergessen. So, und während ihr euch dann, ich glaube, das Leittransparent ist, dass da vorne ist, an der Zeit sagt Nein, Berliner Ostermarsch 2013. Während ihr euch jetzt hier alle einsortiert, machen wir noch ein wenig Musik. Ven, 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 ven.